Als nächste Rednerin Frau Dagen für die Freien Wähler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das frühestmögliche Ausscheiden Dresdens um den Titel Kulturhauptstadt 2025 zwingt uns dazu, vor allem Bilanz zu ziehen. Zu einer Bilanz gehört es, sich die Seite des Gewinns und die Seite des Verlusts anzuschauen. Und es gehört auch dazu, Projekte, Ideen und Visionen auf den Prüfstand zu stellen und diese hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit zu analysieren. Mittlerweile liegt uns eine solche Analyse vor, eine Erklärung der Juryentscheidung, und diese spricht vor allen Dingen von einer Ratlosigkeit zur Durchführbarkeit und auch von einem Unverständnis darüber, Dresden als Kunst- und Kulturstadt, als historisch gewachsene Metropole und als tief verwurzelte mitteleuropäische Kulturlandschaft in den Bewerbungsprozess nicht sichtbar mit einbezogen zu haben. Die Jury bezeichnet dies als eine verpasste Gelegenheit. Eine zu realisierende Bewerbung allerdings, die nicht auf dem Fuß, was ist, sondern auf dem, was sein könnte, die also eine Utopie ist, war einem großen Anteil der konservativen Bürgerschaft nicht zu vermitteln. Insofern steht diese Bewerbung zur Kulturhauptstadt sinnbildlich für die zivilgesellschaftliche Situation, in der wir uns derzeit befinden, ein hermetischer Kreis, der losgelöst von alltäglicher Realität seinen utopischen Wünschen und Visionen erliegt, ist nicht in der Lage zu begeistern und zu mobilisieren. Dieser selbstverliebte utopische Ansatz, und ich erinnere an die großen utopischen Projekte des 20. Jahrhunderts, ist zum Scheitern verurteilt, es sei denn, er bedient sich totalitärer, massenkompatibler Machtstrukturen. Die mediale Rezeption des Scheiterns ist verheerend. Wir lesen vom Debakel, von Katastrophen, von einem Flop. Allerdings hat dieser Flop die Stadt Dresden über 2 Millionen Euro in den letzten 3 Jahren gekostet, dies für Honorare, Reisen, Projekte und für die Öffentlichkeitsarbeit. Und man hat sich ein großes, prominentes Kuratorium geleistet, von denen die allerwenigsten eine Verwurzelung im besagten sächsischen Kulturraum haben. Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist nicht unbedingt eine Voraussetzung für dieses Ehrenamt, dennoch aber eine Brücke. Und trotz der großen Begriffe des Jargons vom Miteinander, der Toleranz, der Weltoffenheit, hat man es nicht geschafft, diese Brücken zu bauen. Frau Apel, ich darf an Sie anschließen. Sie sprechen von Dialog. Dafür stehen die Freien Wähler maßgeblich. Ich spreche die CDU und die SPD an, die sich die Frage stellt, inwieweit wir hier mitgearbeitet haben. Ich kann für meinen Teil nur sagen, ich habe eine Veranstaltung gemacht, gleich nachdem das Bewerbungsbuch erschienen ist. Und was passierte? Es gab eine Gegenveranstaltung. Nun, das neue Thema oder das Thema neue Heimat zu etablieren, was ganz bestimmt nicht nur die eindimensionale Einbeziehung neuer, anderer Kulturen, Strukturen, Religionen und Traditionen beinhaltete, war in dieser polarisierten Stadt schlichtweg unklug. In meinen Augen hat die Kulturhauptstadtbewerbung dennoch thematisch einige Dinge versucht aufzugreifen. Ich erinnere an die Veranstaltung im Kulturpalast mit Uwe Tellkamp und Durst Grünbein innerhalb der Veranstaltungsreihe Streitbar oder die Veranstaltung zur Einführung von 5G und zur Seenotrettung im Hygienemuseum. Aber die Angst davor plötzlich, und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, das kommt immer plötzlich, selbst ausgegrenzt zu werden, wich einer konsensorientierten Beliebigkeit. Diese Angst davor, nicht mehr im warmen Schoß der vielbesungenen zivilgesellschaftlichen Mitte aufgehoben sein, die lähmt. Gerade der hiesige Kulturbetrieb, den die Jury als einen sehr aktiven wahrnimmt, ist ein zum großen Teil staatlich alimentierter und subventionierter. Der Künstler als Kulturschaffender, als Werktätiger, als wesentlicher Protagonist einer gesellschaftlichen Organisation. Einen Innovationsbedarf machte man hier im Rahmen der Bewerbung aus, erklärt wurde dies allerdings nicht. Ersichtlich wird es in diesem utopistisch ambitionierten Ansatz dennoch durchaus, und das kommt dann dem Bild vom neuen Menschen schon sehr nah. Der Künstler als systemischer Handlanger, der damit seine Kunst gänzlich verrät. Und so geht es für uns, und ich führe Sie zum Beginn meiner Rede zurück, darum vor allen Dingen Bilanz zu ziehen. Und so ist dieses frühestmögliche Ausscheiden Dresdens auch ein Gewinn und eine Chance, wenn wir sie denn wollen. Ein Weiter-so kann es im Duktus von Wir schaffen es nicht geben. Insofern appelliere ich dafür, im ehrlichen Umgang miteinander avisierte Projekte
die die Sprache dieser utopischen Bewerbung sprechen. Und natürlich gehe ich da auf die Robotron-Kantine ein, im Sinne und in einer konsequenten Verantwortungsbereitschaft zu prüfen. Denn was wollen denn die Bürger von uns? Die wollen, dass wir Verantwortung übernehmen, Verantwortung für ein Scheitern, Verantwortung dafür, dass, obgleich hier in der letzten Legislaturperiode vom Stadtrat einstimmig beschlossen, viel, viel Geld verbraucht wurde. Ich ende mit Brecht, weil ich bemerke, dass man hier an diesem Ort sehr gern zitiert, und dies vor allem Brecht. Künstler, Musiker und Dichterfürsten schreien nach Lorbeer und nach Würsten. All die Guten, die geschwind nun es nicht gewesen sind. Vielen Dank.